steht für Energie. Hier jetzt schon erste Wurftechnik, der Martin zeigt es im Zeitlupentempo, damit Sie grundsätzlich sehen erstmal, was hier passiert. Sie sehen, er schützt sich erstmal vor dem Schlag und lenkt dann die Energie von Peter um, um ihn zu Fall zu bringen. Er steigert jetzt langsam das Tempo so langsam hin zu realistischen Abläufen. Der Unterschied draußen wäre sicher auch, wenn Sie mit jemandem in Konflikt kommen, und das dürfte in der Regel kein Kampfsportler sein, denn die haben sich eigentlich auf die Fahne geschrieben, ich reagiere nicht aggressiv in der Öffentlichkeit. Wenn Sie draußen dann tatsächlich mal das Problem haben, dass Sie sich verteidigen müssen, diejenigen, die das Freifallen nicht so gut geübt haben, die stehen halt dann auch nicht mehr auf, wenn sie draußen auf dem harten Betonboden hinfallen. Da sind viele Kampfkünsten keine Wettkämpfe. Sie haben bestimmt schon im Fernsehen gesehen oder auch live, zum Beispiel da hinten war gestern eine Gruppe Taekwondo-Kämpfer und auch hier auf der Bühne. Da finden Wettkämpfe statt, weil eben beide dann Taekwondo oder Judo oder Karate machen und sich jeweils angreifen bzw. verteidigen. Bei uns schaut es anders aus, nur der sich verteidigt, macht eine Aikido-Technik. Und der angreift, naja, der greift halt an, der packt einen anderen, schlägt einen anderen, tritt einen anderen, zieht das Messer raus, das werden Sie halt auch noch sehen. Das heißt, der greift halt an, ist aggressiv, der macht bei Aikido. Also nur der sich verteidigt, macht Aikido und deswegen gibt es auch keine Wettkämpfe bei uns. Hier relativ vorsichtig zu Boden führen, damit er langsam einfach vertraut mit den Techniken wird. Und um das Ganze dann im Verlauf der Trainingsjahre realistischer zu machen, mündet das Ganze in den Wurf. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wenn dann in der Realität der Gegner ein paar Mal recht hingeworfen wird, dann steht er eigentlich nicht mehr auf. Vielleicht auch ganz gut zu erkennen, der Lehrer führt vor, so machen wir das durchaus auch im normalen Training. Der Lehrer führt der Technik vor und anschließend versuchen es die anderen nachzumachen, was nicht immer gleich gut gelingt. Aber das ist auch der Unterschied, macht immer. Oder machen sie es halt schon ein paar Jahre länger, so wie auf der Schwarzkurve. Von der Farbe her gegeben ist das ähnlich wie bei anderen Kampfkünsten. Je heller die Gürtelfarbe, desto, ja, sag ich mal, desto mehr Anfängerstatus. Bei uns geht es mit dem Weißgurt los zur ersten Prüfung und dann kann aufwärts gelb und orange und grün, blau, braun und dann erst kommt der Schwarzgurt, wobei es auch hier in seiner Wissen noch Abstufungen dazwischen gibt. Die Steffi kann also bequem noch rollen und das wird jetzt wieder steigern. Schneller machen. Und Sie sehen, dann wird es einfach auch mit der Zeit realistischer. Das sehen der Manuel als Orangegurt, auch er kann schon frei fallen. Ja, vielleicht nebenzu noch für Sie was zu merken für nachher. Wo trainieren wir? Wir trainieren nicht im Freien, sondern in einem Trainingsraum. Unsere ist in dem Fall in Augsburg-Oberhausen, in der Nähe von IKEA, Holzspitze etc. Und auf Japanisch heißt so Trainingsraum Dojo. Was zu merken, für gleich anschließen. Dojo heißt unser Trainingsraum. So, hier greift der Peter mit dem Fauststoß an. Eine Möglichkeit ist, ihn ganz vorsichtig und sanft zu Boden zu führen. Das kann man wieder beliebig steigern und das Ganze realistisch gestalten. Deswegen aus Sicherheitsgründen machen wir nur noch Würste.
natürlich, wir trainieren auch mit Waffen. Und das sind normal für die westliche Zivilisation. Aber was leider in der Realität ja heute sehr oft vorkommt, ist, dass der Gegner ein Messer rauszieht, sei es im Bierzelt der Betrunkenen, sei es im Schulhof heutzutage schon oder sonst wie auf der Straße. Das heißt, wir üben auch Messertechniken. Ein echtes Messer verwenden wir jetzt für die Vorführung. Im Dojo üben wir wiederum aus Sicherheitsgründen natürlich mit dem Holzmesser. Und das Ziel ist auch hier erstmal sich zu schützen, dass man nicht erstochen wird, ganz klar. Und hier seht ihr jetzt auch gleich wieder, es spielt keine Rolle, ob da der starke große Martin die kleine Steffi angreift oder umkehrt. Wenn ich mit den Techniken entsprechend vertraut bin, dann kann ich mich dagegen wehren. Und das Ziel ist natürlich, den Gegner zu entwaffnen, um ihm die Möglichkeit zu nehmen, dass er gleich wieder mit dem Messer kommt. Okay, hier einfach noch eine weitere Variante, Messerangriff. Das ist jetzt nichts, das wir gleich am ersten Trainingsabend mit den Schülern üben, wie Sie sich vorstellen können, aber durchaus im Lauf des Fortschreitens in Aikido ein Thema, einfach damit man auch in der Entwicklung mit dem Thema Waffen vertraut wird. Ja, der Martin versucht jetzt die Steffi ein bisschen von hinten zu packen und vielleicht zu würgen, was ihm nicht wirklich gut gelingt. Übrigens ein Tipp für zu Hause, würgen von vorne sieht man praktisch nur in schlechten Filmen, denn da habe ich so viele Möglichkeiten, was zu tun dagegen, dass es wirklich ein Quatsch ist. Außer mich vor Angst gelähmt. Hüftwurf, wer Judo macht unter Ihnen, dem kommt es vielleicht bekannt vor. Nein, der eine greift an, der andere verteidigt sich oder umgekehrt. Und leider ist ja heute so, gerade die Mädels, Frauen unter Ihnen, glauben Sie mir, wenn Sie bei uns ein paar Jahre mitgemacht haben, dann gehen Sie mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein nach Wittelsbacher Park und dann werden Sie sowieso schon gar nicht mehr potenzielles Opfer. Gibt es also tatsächlich, ich habe nicht gefunden, einen Haufen Statistiken und Untersuchungen dazu. Nicht mehr abgesprochen, er schaut einfach, dass er sich hier gegen die zwei Gegner irgendwie verteidigen kann. Und Sie sehen, man kann hier durchaus auch den bereits geworfenen nutzen, um einen anderen ein bisschen wegzuhalten. Oh ja, jetzt kommt die Ente noch mit ins Spiel. Ah, also das war jetzt die Geheimwaffe der Moderatoren, oder? Die haben sie ja alles gesagt. Nicht schlecht. Jawohl, aber schlagt sich gut. Also ich würde sagen, prädestiniert auch für die Kampfsportart Aikido. Super. Okay, das war jetzt unser aktiver Teil. Ich denke, die Kolleginnen und Kollegen hier haben einen guten Applaus verdient von Ihnen. Ich denke, wir verabschieden.